Weiter geht es mit einer neuen Folge Mortal Kombat X und wir spielen heute gemeinsam die Story von Kung Lao, denn seine Fatalities sollen angeblich richtig krass sein. Auch hier wieder drei Varianten, einmal die Kreissäge, dann der Sturmwind und hier drüben der Huttrick. Der Huttrick hört sich irgendwie ganz witzig an, aber ich würde sagen, wir nehmen mal die Säge. So, legen wir los, der erste Gegner, schon wieder Jax. Na gut, der gute Jax muss dran glauben. Bist du bereit, Lao? Dein Getue hilft dir nicht. Ich kenne noch weitaus mehr. Round 1, fight. Alles klar, der Hut hier gefällt mir sehr gut. Und ich schleudere ihn direkt mal ins Nirgendwo. Erstmal wieder so ein bisschen lernen, wie man mit dem alten Kung Lao umgeht. Aber ich kann sagen, Kung Lao hatte schon immer ziemlich extreme Fatalities. Alles klar, Jax überlegt, soll ich ihm eine reinhauen oder soll ich ihn gehen lassen? Das arme kleine Würstchen hier. Ja, ich denke, seine Fatalities werden gut, denn Kung Lao, der hatte schon immer ein paar miese Sachen. Besonders in Mortal Kombat 9. Da war sein Fatality extrem krass. Alles klar, der Uppercut mit dem Hut gefällt mir. Aber der gute Jax ist hier gerade mies am Blocken. So, jetzt haben wir ihn. Da fällt er um, wie so ein nasser Sack. Ja, bist du wütend, Jax? Ich hab deine Tochter getötet! Bam! Nix da. Ich hab nicht mehr Energie für meinen X-Ray aus irgendeinem Grund. Jetzt hab ich's. Oh, der sieht gut aus. Schönes Ding. Schönes Ding. Den X-Ray auch noch nie gesehen, aber ein sehr, sehr cooler X-Ray. 34%. Extrem stark. Komm schon, jetzt hau zu oder lass mich runter. Ich hab's noch drauf. Naja, geht so. Bams! Alles klar. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Segenvariante ist nicht so geil wie die andere. So, der erste. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Yes! Der erste Fatality. Oh, der Klassiker, der Klassiker. Der Kreissägenhut. Oh, sieht das mies aus. Kung Lao wins. Fatality. Ja, Kung Lao hatte immer gute Fatalities. Der ist schon ziemlich mies, aber damals in Mortal Kombat 9, der war krasser. Der war wirklich krasser, weil er fängt unten an, er nimmt ihn an den Beinen und zieht ihn von unten durch. Der mysteriöse Kung Lao. Komm her und lern mich kennen. Du wirst für immer ein Mysterium bleiben. Round 1, fight. Alles klar, Deborah. Ja, von unten anfangen ist natürlich viel, viel schlimmer. Denn stellt euch mal vor, jemand drückt euch mit dem Gesicht in eine Kreissäge rein. Ja, da ist Feierabend nach einer Sekunde. Aber jemand fängt unten an, zersäbelt dir erst den Sack, den Darm, das Arschloch. Und irgendwann kommt er mal in der Mitte an und du bist am Ende. Wow, 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 wow. X-Ray. Ja, bei so einem Ding bist du direkt tot. Aber wenn jemand unten anfängt... Oh, das ist mies. Das ist mies. Round 2. Fight. Ich muss sagen, Kung Lao ist bis jetzt ziemlich nice. Warte mal, ich will hier mal den Segenhut nach unten machen. Aber sie hier ist gerade ganz schön am Nerven. Nein, sie macht einen X-Ray. Shit, shit, shit. Blowjob von hinten. 33% macht der hier. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Ich glaube, die Runde hier verkacken wir. Sieht gerade gar nicht gut aus. Hohoho. Der ist nice. Ah, Mist, ich schleudere das Ding immer wieder nach oben. Nein, die Säure. Die Säure geht durch. Ja, das hat sie gewonnen. Final Round. Fight. Ich hasse diese Säure von ihr. Warum bist du so krass? Warum bist du so krass, Deborah? Huh? Erklär es uns. Spüre meinen Stich. Ich spüre ihn. Du kannst aufhören. Ich brauche auch einen X-Ray. So, der hier noch hinterher.
Und jetzt der X-Ray, der geht durch. Na also, wieso nicht gleich so? Yo, die haben wir definitiv. So, der nächste. Alles klar, nah ran. Oh, der Schädel fliegt. Alter, was ist das? Eine Fleischrose? Ey, der Typ ist ja wirklich richtig, richtig kaputt. Schön. Und direkt hier die Tochter hinterher, Jackie Briggs. Mr. Minderwertigkeitskomplex. Eine unschöne Implikation. Beweis, dass ich recht habe. Round 1. Fight. Alles klar, Jackie in meinem absoluten Traumoutfit. Mal sehen, was sie kann. Denn wir haben gelernt, sie ist ziemlich stark eigentlich. Also Jackie Briggs gehört zu den Guten. Extrem stark. Hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so mit gerechnet, dass sie so abgehen kann. Aber er hier auch, er kann wirklich abgehen. Hier mit dem Wirbel zusammen, erst den Hut, dann den Wirbel. Ist schon ziemlich nice. Ich mag den Hut, besonders hier den Skin finde ich cool. Die Turniervariante. Ah, komm her du. Schlage ich ein Rad vor Freude. Keine Chance gegen mich. Da hinten ist wieder der Hobo, der vor den Hunden angegriffen wird. Hobo-Meat schmeckt besonders gut. Ey, 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 Jackie! Alter! Bams! Erst mir den X-Ray! Oh, da bricht alles. Und die Organe werden auch noch zertreten. So. Das Rad ist eigentlich auch ganz cool. Ich werf das Ding immer wieder nach oben, ich Idiot. Ah, er hat auch eine gute Beinarbeit. Okay, 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 okay. Es wird eng. Erstmal schön hier die Fresse zertrümmert. Ah, es war klar, dass sie nochmal hier mit Raketen loslegt. Nein! Ich habe sie einmal zu viel geschlagen. Nicht cool. Absolut nicht cool, aber jetzt haben wir hier mal die Animation gesehen. Der Kung Lao hat gewonnen. Johnny Cage. Was machst du hier, Lao? Ich möchte deine Ausdauer testen. Tja, dann läute die Glocke. Round 1. Fight. Ich bin auch wirklich mal gespannt aufs Ende von Kung Lao. Er trifft natürlich. Der Johnny trifft und wir treffen nicht. Netter Blockbreak. Oh, das ist ja cool. Warte mal. Nice. Ja, sau viel der Typ. Also Kung Lao wirklich gut, was die Beinarbeit angeht. Ah, jetzt kommen die Klone wieder. Oh, Klone, wirklich. Müssen wir gegen Klone kämpfen. Johnny. Alter, du mieser Hund, du. So. Also Johnny ist gerade ziemlich derbe unterwegs. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Ja, wir haben ihn. So, gut eröffnet. Ah, wieso, Johnny? Welcher Mann passt einem anderen Mann freiwillig in den verdammten Sack? So, jetzt bist du da hinten in der Ecke. Genau das meine ich. Er muss sich natürlich wieder mit so einem Eiertritt rausmogeln. Der alte Johnny. So. Ich werde sowas von dich in der Mitte durchteilen, Bro. Finish him. Gut, legen wir los. Nein! Oh, ich habe mich verdrückt. Ich Idiot. Ich Idiot. Egal, Sieg ist Sieg. Man kann nicht immer den Fatality machen. Ab und an wollen das die Mortal Kombat Götter eben nicht. Zu viel Grausamkeit tut eben niemand gut. Ermac.
Du bist vom Haus Wiedergeburt. Das solltest du dir merken. Es spielt keine Rolle. Round 1. Fight. Ich muss sagen, so sieht Ermac eigentlich deutlich besser aus als mit der Kapuze. Denn mit Kapuze ist er mir irgendwie zu mystisch. Ey, 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 Ermac, Ermac. Ist gut. Alter, der Kollege dreht hier gerade völlig durch. Du bist voll am Durchdrehen, was? Jetzt halt, dass wir auch durchdrehen. So, und bam, 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 bam. Du bist straight von mir. Ah, war ein guter Anfang, Ermac. Aber Captain Kreissäge gewinnt. Dachte schon, der würde mich hier abziehen. Round 2, fight. Aber die Stages sehen doch im 9. Teil deutlich geiler aus, oder? Ich weiß nicht, hier vermisse ich immer so ein bisschen die Raffinesse. Komm schon. Alles klar, wir brauchen hier unbedingt den X-Ray. So. Klar, hier kann man mit den Objekten interagieren. Das ist natürlich auch eine sehr coole Sache. Erinnert halt an Injustice. Aber trotzdem, Stage Design in Mortal Kombat 9 bis jetzt immer noch unübertroffen. No, 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 no. Jetzt mach irgendwas. Schon. Es wird eng. Es wird wirklich eng. Ich glaube, ich hab ihn, oder? Yep. Alles klar, und jetzt machen wir hier die Fleischrose. Yes! Bam! Runter mit dem Schädel. Schlitz, Schlitz. Und Mahlzeit. Das sieht so krank aus. Das sieht so absolut krank aus. Hat eben gerade... Ja, sein Auge zuckt noch. Oh, das zuckt wirklich noch. Melina, lange, lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich drauf. Also, du und ich. Denk nicht mal dran. Du hast recht, du bist unwürdig. Round 1. Fight. Lass uns rummachen, Baby. Lass uns rummachen, die ganze Nacht. Alles klar, bisschen mehr Kontakt hier. Ich will doch nur kuscheln. Wow, 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 wow. Alter, Melina, was ist los? Vielleicht gefrühstückt? Oh, der X-Ray. Ich liebe diesen X-Ray. Besonders der erste Wurf hier. Der ist so extrem stark. Mit dem X-Ray kann man so viel wieder gerade bügeln. Ah, der war gut von dir. Ey, 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 Melina. Wirklich? Muss sie greifen? Bams. Da fliegt sie weg und wir könnten uns jetzt den Mönch holen. Ein Bruder werfen. Ach, der ist schon weg. Wer hat den Mönch genommen? Der ist wirklich schon weg. Echt jetzt? Ich dachte, der wäre noch da. Wer hat den Mönch geschleudert? In der Luft gefangen und der 12-Uhr-Termin, Gesichtsbehandlung. Leider kann man hier nicht mehr besonders viel retten. Ah, ah, ho, 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 da kommt der Wirbel. So, Melina, küss meine Kreissäge. Oh, fuck you. Kung Lao wins. Irgendwie bei ihr sah es besonders krass aus, kann das sein? Weiß nicht. Ist wirklich eine derbe Erfahrung, sowas. Quan Chi, Gegner Nummer 7, mein Meister. Liu Kangs Schatten. Meine Fähigkeiten sind gleichwertig. In meinen Diensten werden sie größer sein. Round 1, fight. Naja, sein Schatten. Hey, 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 ja, ich bin ganz schön badass unterwegs, Bro. Hey,
Hast du eine Fledermaus? Okay, Fledermäuse sind absolut regelwidrig. Scheiße, kommt der Typ mit einer Fledermaus zur Schlägerei. Gibt's ja nicht. Du wirst gehorchen. Boah, der ist gerade extrem mies unterwegs. Was bringt die Fledermaus? Wow, wow, wow. Ich brauche unbedingt einen X-Ray. Alles klar, ich versuch's. Komm schon, wir können es noch hinbekommen. Kung Lao. Gemeinsam mit einem guten Block und einem guten X-Ray. Ha, Blocken in Mortal Kombat X. Komm schon. Mist. Nein. Oh. Quan Chi, der Beschwörer. Round 2. Fight. Hält sich für Batman, ha? Alles klar, die Runde hier muss ein Sieg werden. Sonst ist es vorbei. Daneben. Alles klar, gute Hutarbeit. Ich ziehe meinen Hut. Apropos, ich ziehe meinen Hut. Soweit ich weiß, Kung Lao hat den Shaolin Monks auch einen ziemlich geilen Fatality. Da gab es ja auch Fatalities in dem Spiel. War ja jetzt kein Beat'em-up wie die regulären Mortal Kombat-Spiele. Aber da hatte er so einen Zaubertrick. Ein Häschen aus dem Hut raus. War richtig geil. No, 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 no. So. Diese rot leuchtenden Augen sehen auch irgendwie cool aus. Hat was, auf jeden Fall. Oh, musst du jetzt wieder deine dämliche Fledermaus holen? Muss das sein, Quani? Komm her! Ey, 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 ey! Sieg! Durch X-Ray! Was mache ich aus dir? Ich glaube, ich mache nochmal die Kreissäge. Bei dir sieht das bestimmt richtig nice aus. Ups, ich habe den falschen gemacht. Wir sind sich so ähnlich. Kann mir das alles so schlecht merken. Aber es sieht auch ziemlich nice aus. Vielleicht sollte ich mir sowas mal aufschreiben. Ich mache dir mal alle aus dem Kopf raus. Alles klar. Aaron Black. Und dann geht's schon zu Goro und Shinnok. Schicker Hut. Er dient auch als Geschoss. Ich zeige dir ein paar richtige Geschosse. Round 1. Fight. Gay! Ich schieß dir mal ins Gesicht, Bro. Oh, Aaron Black, du hast keine Chance gegen mich. Aber ich muss sagen, Aaron Black ist, glaube ich, auch wirklich so jemand, den musst du spielen können. Der ist echt nicht so easy wie die anderen. Man sieht ja, wie ich gerade hier Aaron Black zusammen... Kloppe. Flawless? Wirklich? Alter, Aaron, du bist der achte Gegner. Da erwartet man eigentlich mehr. Ja, das hat er gehört. Das hat er gehört. Ist auch perfekt zum Kontern hier, der Wirbel. Bums. Aaron. Willst du meinen X-Ray? Nein, willst du nicht? Ich will deinen auch nicht. Aaron, was machen wir mit dir? Kreissäge? Fleischmütze? Schon gewonnen. Wow, ging das schnell. Alles klar, Kreissäge. Da bekommt man Panik, was? Oh, und die Muskeln versagen und es ist zu spät. Sobald die Säge deine Nase berührt, weißt du, hey, jetzt kannst du aufgeben. Ich meine, wer will schon als Michael Jackson rumlaufen? Goro! Kung Lao! Soll ich dich erneut besiegen, Goro? Ich werde dir den Hals umdrehen. Round 1. Fight! You don't say! Omi! Gut!
Ich brauche Gurken. Gut. Oh, der arme Tiger hier wird missbraucht. Gleich kommt Peter. Beschwert sich. Boah, den Angriff hasse ich. Der kann auch irgendwie schon ewig, ne? Ui, da hatte ich Glück. Alter Goro. Du bist eine Maschine, Bro. Aber wir auch. Kung Lao, wenn irgendwann das Mortal Kombat nicht mehr existiert, kann er direkt einen Job im Sägewerk oder Baumarkt annehmen, Paletten und Bretter zurechtsägen. Hat Talent, hat wirklich Talent dafür. Round 2. Fight. Eben gerade habe ich da hinten auf diese Kreatur geachtet und schon macht er mir hier das Leben schwer. Alter. Wow, wow, Goro. Ich leg dich übers Knie. Nicht räumen. Nicht räumen. Ah, ich werf's immer wieder nach oben. Eigentlich geht's ja so. Ich muss erst nach unten. Ey. Komm schon, ich häng in dir drin. Wir sollen das treffen. Ich muss unbedingt aus der Ecke raus. Ganz ehrlich. Hab ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Mist, das war dumm. Komm schon. Nice. Ich mache eine wunderschöne Fleischrose aus dir. Fehlen dem Zähne? Habe ich dem Zähne ausgeschlagen? Auf der rechten Seite? Finale gegen Shinnok. Auf die Knie, Shaolin. Ich krieche von niemandem. Deine Lehrstunde beginnt. Round 1. Fight! Klare Ansage, nette Finger. Alles klar, der ist im Rage-Modus. Dreht hier gerade ein bisschen durch. Das war irgendwie mies. Ah, ich Idiot, ich Idiot. Okay. Oh. Ist das nervig? Ist seine Hand nervig? Die Hand ist wirklich stark. Sehr starke Hand. Aber ich habe sehr, sehr schnelle Fäuste. Ah, der hat gesessen. Es wird eng. Es wird sehr, sehr eng. X-Ray. Rette mich. Rette mich. Bitte, bitte, bitte. Yep, das ist auf jeden Fall gewonnen. Yo. Sehr gut. Round 2. Fight. Ah, der Wirbler. Nice. Alles klar, wir machen lieber hier die Kombination, weil sie zieht einfach mehr, wenn sie trifft. Der Wirbler zieht leider nicht so viel ab, ist eher so ein Konterangriff. Der Angriff zieht immer verdammt viel ab. Der Typ ist geduckt, der Typ ist wirklich geduckt. Er saugt. Nein! Oh, ich Idiot! Ich Oh. Das hätte ich eben gerade eigentlich hinbekommen müssen. Round 3. Fight! Ich gebe dir hier mal ein bisschen Dunkelheit, Alter. So. Nimm den hier. Hut in den Schädel. Der zieht wirklich verdammt gut was ab. Ah, so ein Angriff muss natürlich nochmal durchgehen. Alles klar, wir haben ihn. Komm. Yes, mit dem Wirbel.
zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final Round Fight. Finale. Wow, gegen Shinnok. Korruptiert. Boah, ich hasse den Typ. Der ist einfach so mies. Wegen seinen Flammen. Wegen seinen... Da kannst du nichts machen. Wenn die Flammen kommen, bete. Bete einfach. So, der X-Ray geht wenigstens durch. Aber natürlich nicht tödlich. 27%. Treffen sie mich trotzdem. Da springe ich schon nach oben. Was meine ich? Die Flammen sind einfach der Shit. Die Flammen sind der Shit. Komm schon. Oh, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Habt ihr das gesehen? Alles klar, sehen wir mal wieder den Fatality von Corrupted Shinnok. Oh. Richtig böse. Hatte der ein Glück, der Typ. Ein Wahnsinnsglück. Final Round Fight. So, jetzt aber machen wir ihn nass. Er ist aber auch wirklich krass unterwegs. Seine Angriffe ziehen halt mega viel ab. Hat er gut geblockt. Und ich werfe das Ding wieder nach oben. Der Wirbler. Netter Break. Oh, das zieht auch. Das geht durch alles durch. Das geht durch alles durch. Komm her. Ah, war ja klar, die Flammen, aber der X-Ray, komm, das muss reichen. Ihr habt es erledigt. Nach Shinnoks Niederlage fand sich Kung Lao gefangen im Unterreich wieder, seine Seele verdorben durch Quan Chis dunkle Magie. Dort wäre er auch verblieben, wäre ihm nicht sein Cousin Kung Jin zur Hilfe gekommen. Gemeinsam konnten sie das Böse so weit zurückdrängen, dass Kung Lao die Flucht aus dem dunklen Reich gelang und er seine inneren Dämonen unter Kontrolle brachte. Kung Lao war verraten worden, hatte aber gesiegt. Er führt nun eine Existenz im Namen der Rache. Er wird dem Bösen keine Gnade erweisen. So, das war er, der einzig wahre Kung Lao. Fand ich eigentlich schon immer ganz cool, also in allen Teilen von Mortal Kombat. Besser als sein, ja, sein großes Vorbild Liu Kang, denn ich weiß nicht, Liu Kang konnte ich noch nie leiden. Nun gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wer sich denn hier als nächstes duellieren soll in Mortal Kombat X. Wie immer, danke für eure Bewertung und natürlich auch für die zahlreichen Kommentare. Und tschüss!